Mein Magier heißt das Deck. Noch gar nicht benannt. Also es geht jetzt darum, dass wir den ersten Boss im heroischen Modus, der nicht versunkene Stadt, die verfallene Stadt, schaffen. Den Lord Schwengelspeer. Und der beschwört sehr viele Minions. Und ich probiere es mal jetzt. Ich habe mir eine Art Tempo-Mage gebaut. Mal schauen, wie das klappt. Da ist er schon. Ich habe als zweite Idee jetzt noch mit dem Priester Möglichkeiten. Mal schauen. Jaina gegen Lord. Also relativ wichtig ist hier natürlich der Flammenschürer, Flamewaker auf Englisch. Frostnova ist auch ziemlich wichtig. Erzmagier Antonidas im Late Game auf jeden Fall. Ich behalte mal eine Frostnova. Das ist wahrscheinlich wieder zu greedy. Ich brauche den Flammenschürer. Eisenschnabeleule. Können natürlich ein paar Mal den Mulligan jetzt machen, bis man den blöden Flammenschürer bekommt. Aber ob und wann man den bekommt, gute Frage. Tod den Landbewohner. Wenn man gleich was ausspielen kann, ist immer ein bisschen schwierig. So, schon genug Probleme gegen den Spinner. Als Secrets habe ich die Mirror Entity, die Spiegelgestalt, was aber starkes ausspielt. Autsch. Autsch. Na toll, kriegst du gleich auf die Hand. Will ich noch gar nicht. Aber wenn wir mal einen guten Diener. Zum Spott. Jawohl, es kauft mir eine Runde. Er muss angreifen. Ich kann sogar nochmal traden. So schlecht ist das nicht. Ah, er haltet 6 Rüstung. Ja. Kein Ding, lass dir Zeit. Kein Stress, du. 6 Rüstung ist schon völlig okay. Ich kümmere mich drum. Tod oder lebendig. Eine Wichtel-Explosion. Eine Mirror Entity. Wenn ein Mana sozusagen bekommen. Hey! Fucker. Eines Tages werde ich so mächtig sein wie ihr. Kriege ich die jetzt schon ein? Lohnt sich das schon? Wie meine Wichtel. Explosion. Akki. Zieht. So, ich habe auch noch nicht meinen Flame Waker, der relativ gut wäre. Ah. Moin, du. Ah, warum habe ich keine Mirror Entity? Aber dann. Nein, ich hätte einen 8-8er gekriegt. Ah! Okay. Ja, fuck. Fuckety fuck. 2, 5, habe ich nicht genug Mana für. Da ist der Flame Waker. So, dann gehen wir erstmal aufs Face. Dass ich nicht so viel erliegen habe. Geil. Habe ich ihn wieder auf 45 HP runter. Und mit dem Flame Waker kann ich in den nächsten Runden mal ein bisschen was machen. Hoffentlich. Autsch. Und dann kriege ich auch einen 5-7, ne? Ist nicht so schlecht. Mit Spott vor allem. Also den Flame Waker brauche ich auf jeden Fall. Und dann gucken wir mal weiter. Wie viel Mana habe ich denn noch? 3 und 1. Ich schieß mal die 3 weg. Oder die 3. Und friere die anderen ein. Dann sind die auf jeden Fall tot. Oder ich schieß einen. Der ist am gefährlichsten. Der hat 6 Angriffskraft.
guck mal, wie die Damage sich verteilt. Ja, danke, du bist sehr hilfreich. Vielen Dank für nichts. So. Was soll man denn den wegkriegen? 3, 5, 5. Autsch! Natürlich kriegt er sowas. Warum kriegt er denn sowas? Durch die... durch... Arsch. Durch meinen... Arsch. Fuck. Shit. Tch, nicht so gut. Ja. So. Fuck, ich hab noch einen Mana jetzt. Läuft. Fast. Au. Oh, ich bin schon tot. Ja, das kann aber klappen. Mit dem Flame Waker ein bisschen früh die ersten Runden. Weiß ich nicht, probier's nochmal. Ja, bring dein Museum auf Vordermann. Jaina gegen Lord Schlängelspeer. Ja, Schnauze. Ihr wagt es, in die verfallene Stadt einzudringen? Ihr habt es so gewollt. Ah, den behalte ich mal als günstigen Spell. Ein Flame Waker. Oh, da ist er. Zauberkünstler ist nicht so schlecht, obwohl der Gegner diesmal den besseren, oder letztes Mal den besseren Spell bekommen. HT? Jetzt vielleicht noch ein Two-Drop, hier den Kollegen. Hau ab. Danke. Das sieht doch mal ganz akzeptabel aus bisher. Nein, jetzt kommt noch gleich ein Chip dazu. Autsch, jetzt wird es schon ärgerlich. Jetzt bräuchte ich ein bisschen den AOE. Wie der Profi sagt. Ey, da sind beide auch noch, ja? Eine Chance von 25%, dass er einmal trifft. Eine Chance von 25% zum Quadrat, 0,25 zum Quadrat, was sind das? Ein Viertel von einem Viertel, dass er beide trifft, aber natürlich. Weil, kann man ja mal machen. Just to fuck with me. So, 1, 2, 3, 4, 5. Schon wieder zwei Fails. Immerhin, danke mal, geht doch. So eine Arschgeige, ich sag's euch. Oh, das war gut. Einzeln. Der ist gar nicht so schlecht, der Großwildjäger. Aber nicht unbedingt in dieser Runde. Ich mag Raubzüge. Er mag Raubzüge, ja, ich mag mitspielen. Langsam wird's schon ärgerlich. Gesucht, tot oder lebendig. Erst die Spiegelgestalt. Wie viel Damage hat er? 6, 9, 12, 18. Feuer.
Ah! Sind wir hin? Kauft mir eine Runde damit. Trotzdem scheiße. Okay. Damit kann ich leben. Au, au! Das tut doch auch alles weh. So, 2, 5. Ich bleibe nur 7 Mal. Das ist genau zu wenig. Sonst könnte ich beide spielen. Ja, ja, immer schön aufs Face. Du machst das ganz toll, machst du das. Kann man nur so dermaßen nutzlos sein. Ich mag Raubzüge. Ich mag Raubzüge. Ja, die nutze ich leider nicht so häufig. Au! Nein! 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 Kann ich jetzt noch angreifen? Nein! Viel Damage! Nein! Ja, ist ja alles ganz witzig. Das ist zu langsam ohne hier. Habe ich zu wenig Verzögerungsquatsch? Wahrscheinlich schon, oder? Einmal probiere ich es noch. Einfach mal aus, weil, warum auch nicht. Aber ich glaube, ganz zufrieden bin ich damit nicht. Jaina gegen Lord Schlängelspeer. Warum kommt jede Runde neuer Scheiß? Also man kümmert sich manchmal um das Early Game und dann trotzdem gleich wieder gefickt. Das ist doch alles scheiße. Ich habe jetzt nichts fürs Early Game. Blizzard ist natürlich super, Frost Nova auch. Ich habe nur einen Blizzard. Frostnova behalte ich mal. Zwei Frostnoven sind nicht so schlecht. Zauberlehrling ist auch nicht so schlecht. Natürlich! Das ist doch scheiße. Gleich ein... Gucken, wie aggro er gegen das Board ist. Natürlich. Ich diene dem Feuerfürsten. Jetzt gibt mir mal ein bisschen Zahl. Jawohl, das ist ja nicht so schwer. So, warte mal wieder. Tod den Land. Au, au! Ja, da ist jetzt mein Gameplan mal zum Fenster raus. Nein, die Kette, ohne den kriegst Quäkerkack. Fügt allen feindlichen Dienern 2 Schaden zu. Hallo, geht's noch? Jetzt hätte ich mitspielen können in den nächsten Runden. Frostnova und hier und Blizzard und 2 und... Das ist doch scheiße. Einmal probiere ich noch. Diese Runde geht auch auf. Fucking fucker. Ich mag den nicht. Ja, hau ab, Schnauze. Jetzt werde ich langsam aggro. Geh weg. Ja, Schnauze. Ihr habt es so gewollt. Mad Scientist ist nicht so schlecht. Ein Secret ist schon nicht so gut.
Zauberlehrling ist nicht schlecht. Jetzt fehlen natürlich noch die Flame Waker. Tod den Landbewohnern. Ich würde sie zeigen. Ich werde es ihnen alles zeigen. Mordshunge, ja, ja, Mordshunge. Doch, ein Mordshunge. Dummköpfe! Wenigstens on curve, schauen wir mal. Jetzt bräuchte ich langsam den, den Kollegen, den Flamewaker, weil sonst wird's, tendenziell etwas schwierig. Für mich. Nein, jetzt habe ich schon Secret Scientist. Bist doch ein Arschloch, Mad Scientist, du. Bist du doch. Eines Tages werde ich so mächtig sein wie ihr. Muss die Karten ziehen. Ja, du hilfst mir auch nicht weiter. Wenn wir noch einen Mad Scientist spielen jetzt, also ich, deswegen kann der an der Stelle ruhig sterben. Das heißt, ruhig sterben ist ein bisschen übertrieben, aber kann sterben. Nein, nein, nicht mein... Nein, nicht... Du lässt jetzt mal meinen Zauberlehrling in Ruhe. Hallo. Geht's noch? Du lässt... Danke, ja, weiß ich nicht. Ich will auch nicht sterben. Flame Waker. Ist doch mal gar nicht so schlecht. Ich diene dem Feuerfürsten. Vielleicht hebe ich mir trotzdem noch ein bisschen für die nächste Runde auf. Man muss schon fast ein bisschen greedy sein hier. Ich werde es Ihnen alle zeigen. So, aber jetzt wird es nämlich langsam schwierig. Nicht den Imprintis. Doch, der Fucker. Das ist so eine Bärm. Okay, jetzt, ab jetzt darf ich am besten nichts mehr verlieren. Ah, Frost Nova. Warum habe ich den Mad Scientist nicht mehr? Das ist alles scheiße. Gesucht, tot oder lebendig. Was ist das denn für eine Scheißkarte? Ja, ganz toll bist du. Spott. Da lache ich drüber über deinen Spott. So, 2, 4. 5, 7. Ich habe genug. Ja, plus 2 und Ansturm. Das ist alles scheiße. Du, 4. Ich glaube, fast die nächste Runde überlebe ich schon nicht mehr. Gewagte Aussage. Schaden. 7, 9, 12. Feuermarsch. 7, 10. Nein. Zieht. Ja, das hat nicht so geklappt. Ist ja okay. Diese Runde geht auch auf. Probieren wir einen Priester. Probieren wir einen Priester. Probier mal, Priester. Weg damit. Priester. So. Hm.
Also, fangen wir mal an. Wir brauchen die Massenbannung. Und zieht man noch eine Karte. Das ist ja schon mal ein Anfang. Und dann gehen wir der Reihe nach mal durch. Was dann richtig wieder stellt, 5 Leben wieder her. Ha, Blitzheilung. Vielleicht so eine Art. Vielleicht so eine Variante vom. Weiß ich nicht, eine Variante vom Dragon Priest. Weil der hat ja immer relativ viel HP, man kann gut traden. Könnte das funktionieren? Dann die Lightbomb, weil sie dann immer gleich stark sind. Ein Valen vielleicht rein. Volgin. Holy Champion vielleicht? Mhm. Noch ein bisschen durch, da kriegen wir jetzt schon was hin. So nicht, ihr Deppen. So, wir buffen einfach mal die Kollegen. Powered Shield haben wir. So, hier mit. Probieren wir mal die Full Combo. Leben verdoppeln. So, Heilfeinstille. Inneres Feuer, genau. Also Naru. Northshire Cleric vielleicht. Danny ist neu. Ja, hallo. Ein neuer Zuschauer. Schön, dass du da bist. Bin gerade hier beschäftigt, mir ein heroisches Deck zusammenzubauen. Vertauscht Angriff und Leben aller Diener. Das könnte eigentlich eine witzige Runde sein, wenn ich alle so hochgebufft habe und dann in einer Runde voll abgehe. Ich nehme das mal rein als Finisher sozusagen. Fügt allen Dienern 3 Schaden zu. So, ich brauche hier noch Licht der Naru, falsch. Lightwarden brauche ich. Lichtwächterin. So, was noch, wenn geheilt wird? Schattenboxer. Sonst irgendwas, was ich hier dringend reintun sollte? Ein Zombie-Chow vielleicht? Für das Early Game. Und dann mit der Combo halt das beenden. Zufälligen Diener. Irgendwas, was noch besonders profitiert davon. Jetzt noch einen der Taunts vielleicht. Wie wäre es denn damit?
einer der Spott mit hohen, das ist ja das Typische bei dem Priester, fällt mir gerade nochmal ein, so. Sowas wie der 04er, den man dann buffen kann. 04 einmal ist man den gleich. Ist aber auch nicht ungefährlich gegen die. Todesfürst aus seinem Deck. Auch nicht ganz so geil. Bis eine Karte zieht, ist nicht ganz so schlimm. Oh, von Sonario wurden gerade. Werden gerade die Nachrichten gelöscht. Muss man gleich mal drum kümmern, falls es nicht Alpine oder so macht. Vielleicht muss man Battle.net mal freigeben, als auf die Whitelist setzen. Ja, macht Alpine gerade schon. Okay, super. Die sind halt manchmal ganz gut, weil man die halt buffen kann mit den richtigen. Noch eine Eule als Silence fürs Late Game. Was habe ich denn mit Schweigen? Eisenschnabeleule, Zauberbrecher. Gucken wir mal kurz an. Geil, die auf Gold, in Gold aussieht. Das kostet wenigstens 0. Probier es einfach mal so. Wir probieren das Deck mal aus. Und schauen mal, wie wir uns schlagen. Und dann können wir das noch ein bisschen tunen. Bin fest davon überzeugt, dass das das perfekte Deck ist. Anduin gegen... Lord Schlängelspeer! Ihr wagt es, in die verfallene Stadt einzudringen? Das geht dich gar nichts an. Das behalte ich sogar mal so. Auf der 1, auf der 2 den Lichtbrunnen, dann kann ich direkt traden. Und ziehe dann fleißig Karten. Vol'jin, auch nicht so schlecht. Das wird super! Ich will doch nur traden. Hallo. Schlimm hier. Nice. Komm, Heilin. Danke. Und eine Karte ziehen. Passt. Läuft doch. So, schön das Board kontrollieren. Regelmäßig Karten ziehen und dann haben wir das Ding bald gegessen. Okay, der ist schon mal gar nicht so unstark. So, jetzt die Frage. Vielleicht. Und dann scheiße ich drauf, was er macht. Hey. Arsch. Ja. Der Rest ist mir langsam gar nicht mal mehr so wichtig. Die Finger zeige ich. Sofort. Da. Ach komm, mit deinem Sport. Das ist doch auch albern. Ja, fast. Fast geklappt. Jetzt muss ich mich da nochmal durchprügeln. Was soll der Quatsch denn? Im Namen
Flammen des Lichts. So. Sofort. Ja, anders komme ich. Oh doch, ich kann auch silenzen. Ich depp. Stopp. So. Hast du übersehen? So. Nur to fuck. Wir filmen nochmal ein bisschen hier. Sofort. Stress. Und dann war es das. Ja! Viel Gedanken gemacht um das Deck. Und dann war das Spiel einfach mal ziemlich schnell vorbei. Ich bin euch zu Dank verpflichtet. Soll ich euch nun zum letzten Teil führen? Ja. Tja. Da, der erste Versuch mit dem Tempo-Mage war nicht tempoig genug, lagen wir immer hinten. Das war natürlich extrem glücklich, gerade der Anfang. Aber ich glaube, mit dem Deck hat man allgemein ganz gute Möglichkeiten. Für alle, die Probleme mit dem Deck haben, kann ich ja das nochmal kurz zeigen. Das Deck. Die Eule hat natürlich geholfen. Also die Idee ist einfach, einmal Karten zu ziehen, was ganz gut geklappt hat. Am Anfang mit ein paar Early Drops mit der Klerikerin. Ansonsten hat man ein paar Early Drops mit Lichtwächterin und Zombie-Fraß. Und ein paar starke Mid-Games. Der Lichtbrunnen war natürlich auch extrem praktisch gerade. Und sonst bufft man halt seine Minions mit Inner Fire. Macht Ward Shield, Power Ward Shield, macht Ward Shield auf Deutsch. Verdoppelt das Leben, kann halt den Angriff hochsetzen, heilen, Quatsch machen und. Und dann hat man eigentlich schon gewonnen. Die Massenbannung ist, um die Gegner halt zu silenzen, die so stark werden, wenn es halt zu dem Zeitpunkt kommt. Prophet Valen fürs Late Game, Light Bomb. Lichtbrut profitiert auch von den ganzen Buffs. Ja, damit ist eigentlich alles schon gesagt. Kann natürlich nicht immer ganz so glücklich laufen, wie es jetzt bei mir am Anfang war, aber es hat geklappt.